So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 777. Mein Name ist René und ich spiele für euch The Witcher 3 Wild Hunt. Endlich ist es soweit, nachdem ich ja mit The Witcher 1 und The Witcher 2 schon vollgefiebert habe. The Witcher 2 läuft nebenbei noch, das habe ich aber in 0, nichts durchgespielt, damit ich jetzt nach Release das Spiel hier spielen kann. Ich bin zwar ein bisschen spät dran, weil ich das Spiel ein bisschen später bekommen habe, aber dazu auch gleich noch eine neue Grafikkarte und es läuft zumindest laut FPS-Anzeige super flüssig. Okay, wir sind hier gerade in Kaer Morhen und ich weiß noch nicht, wie es später läuft. Ich habe jetzt erstmal alles auf Ultra und bis jetzt lief alles gut in den Tests. Ich habe noch nicht weit gespielt. Ich bin eigentlich nur hier gleich links auf dem Balkon rausgegangen. Also keine Angst. Ich bin gerade total überfordert und total aufgeregt. Deswegen, ich muss es erstmal sacken lassen. Also wir sind auf Kaer Morhen, wie wir da rechts sehen. Finde mit Hilfe der Hexer sind den Schlüssel zum Schlafzimmer. Willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren, will ich aber gar nicht, weil es ja hier ein Let's Play, also wir nehmen alles mit. Ja, und da war gerade die liebe Yennefer, sie hat schon gesagt, Wesemir ist in der Nähe und Ciri und Mann, habe ich Bock drauf. Also hier sind schon mal meine Lieblingscharaktere verteilt. Geralt ist natürlich der Hauptcharakter. Yennefer, seine Geliebte. Ja, bewege ich mit SW links und rechts. Also WASD eigentlich. Mausdrehung, stimmt. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Ja. So, wir sind hier an einem Tor. Und jetzt... Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Ja, und ich habe hier draußen noch weit über 40 FPS. 50, wenn ich da nach hinten gucke, bin ich bei 39. Geht schon, also es ist auf jeden Fall super flüssig, aber natürlich, wenn wir nachher in der vollen Stadt sind, kann es natürlich einbrechen. Wenn in der vollen Stadt ich immer noch 25 FPS habe, also Filmniveau, sage ich jetzt mal, dann werde ich das beibehalten. Wenn wir aber niedriger werden, dann nicht. So, und wir sehen da unten... Ich habe jetzt mal unsere Hexer-Sinne angemacht. Wichtige Objekte, suche nach auffälligen Objekten. Das mache ich gleich. Ich wollte das jetzt erstmal nur zum Anvisieren benutzen. Da unten sehen wir jemanden, wie er oder sie gegen eine Puppe kämpft auf Fehlen. Und man sieht sogar den Schatten da. Boah, ist das geil. Also ihr müsst echt Nachsehen mit mir haben. Ich bin gerade echt wie so ein kleines Kind richtig angefickt. Hier ist ein Krug. Mit dem kann ich auf jeden Fall irgendwas machen. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. An Yennefers Stimme muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Ciris Stimme ist okay. Aber die hat noch einen Twist. Dazu werde ich später kommen. Ich habe nämlich vor dem Spiel
viele Trailer gesehen. Ich kann hier Kerzen ausmachen mit Art. Ah, jetzt macht es auch Sinn, dass ich Kerzen mit Art ausmache, also auspuste. Und wahrscheinlich mit Igni wieder entzünde. Ja. Gut. Da hinten ist noch was. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja. Sie hat nur Silberschmuck. Die gute Yennefer. Mächtige, mächtige Magierin. Da sind ihre Klamotten oder Geralts Klamotten? Ne, sind ihre Klamotten. Da würde Geralt gar nicht reinpassen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Ja, die ist nämlich nur schwarz, oder was? Ich werde mich gleich mal mit ihr unterhalten. Ihr seht auch, also gerade jetzt, wenn ich weggehe, ihr seht es auf der Karte, so eine rote Lupe. Die führt mich an andere Stellen rein. Wichtig ist noch für euch zur Info, falls es hier jetzt ein bisschen Probleme gibt in der Aufnahme, ich kann mit meinem herkömmlichen Aufnahmeprogramm komplett gar nicht aufnehmen. Also ich habe mehrere als Backup und musste jetzt auf das letzte, schlechtstmöglichste, sage ich jetzt mal, ausweichen. Bandicam. Und hoffe einfach mal, dass das funktioniert, weil Bandicam hat früher Probleme gemacht mit der neuen Grafikkarte, die sehr, sehr, sehr viel mehr Leistung hat als die alte. Hoffe ich einfach mal, dass das klappt. Also hier ist ihr Parfüm und ich habe ja die Bücher gelesen, das riecht nach, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Nach Stachelbeeren und noch irgendwas. Ja, auf Deutsch, Lilac und Gooseberry. Ich weiß nicht mehr, was das war. Veilchen und Stachelbeeren? Flieder und Stachelbeeren. Stachelbeeren, natürlich. Okay. Hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Da ist der Schlüssel, damit wir hier rauskommen. Na, ich kann mir ja schon mal nehmen, ich muss erst danach in die Tür. Das ist ein bisschen merkwürdig hier zu laufen, weil das jetzt wirklich so in so einem Story-Modus ist. Also Geralts Wendigkeit und so ist hier gerade nicht. Er geht halt ganz entspannt. So, um Türen aufzuschließen, näher dich ihnen und drücke E. Ist mir aber mal gerade so richtig egal. Warum wird mir das denn jetzt so groß angezeigt? Das Lagerfeuer aus. Achso, ich habe jetzt geboxt. Sorry. Nee, ich soll hier irgendwas anderes. Warum wird mir das hier angezeigt? Ach, es ist unterhalb. Das ist der rote Pfeil da unten. Den habe ich gar nicht beachtet. So, ich gucke mich nochmal um. Warte mal, das habe ich noch nie, also vorher nicht gemacht. Jetzt gucke ich einfach mal. Boah, jetzt ist das Bildschirm, wenn ich da nach hinten gucke. Und es später wird's Open World. Also mit Kaer Morhen haben wir nicht viel zu tun. Wir werden viel unserer Zeit in Redanien verbringen, vor allem. Achso, das ist der Badezuber. Wir werden viel in Redanien verbringen. Wir sind jetzt hier nur kurz quasi auf Kaer Morhen. Und ja, die große freie Stadt Novigrad, die in Redanien liegt, aber nicht zu Redanien gehört. Die Hauptstadt von Redanien ist, glaube ich, auch dabei, wo ich den Namen mir einfach partout nicht merken kann. Ich rede jetzt mal mit Yennefer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich möchte, dass sie unvernünftig sind. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Brauchst du nicht, sie sieht echt super aus. Ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Ja. Also das hat gerade aber auch ihr Herz geschmolzen, das hat man richtig gesehen. Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Nee, also ich könnte hier ewig kennen. Übrigens, das ist, ich merk's gerade, das ist das Turmzimmer aus Teil 1. Warte mal, jetzt muss ich genau mal kurz rausgehen. Tut mir leid, aber das ist ein Open-World-Spiel. Ich nehme jetzt die Zeit. Ich glaube, das ist das Turmzimmer. Warte mal, das ist die Burg. Ja, man konnte nicht raus, das ist das Problem. Ich versuche mich gerade nur zu orientieren. Na klar, es ist das östliche Turmzimmer. Das ist entweder das... Also es gibt ein westliches und westliches und ein östliches. Haben wir eine Karte? Ja. Da, es ist das östliche Turmzimmer. Das ist das aus... The Witcher 1. Und zwar kam man, wenn man hier reinkam, war hier, also hier kam man rein und dann war hier, wenn man rechts abgebogen ist, die Küche und links ein Turm. Also hier ist ja ein Turm und hier ist ein Turm. Und wenn man hier hoch wollte, war das, glaube ich, verschüttet.
Und hier rechts lag ja Triss im Turm. Und in diesem befinden wir uns, glaube ich, gerade. Hier sieht man schon, also... Okay. Das ist ein verdammt riesiger Spoiler, der mich gerade richtig ankotzt. Also hier ist Weißgarten. Ich gehe noch gar nicht rauf. Ich zeige es euch nicht. Also rechts ist Weißgarten, königliche Burg Wisima und das Zeichen darüber ist verdammt nochmal Nilfgaard. Und das gefällt mir gar nicht. Dann ist hier alles rot. Rot ist Redanien. Und wir sind auf Kaer Morhen, das liegt in Kaer-Tyn. Also hier müsste eigentlich Kaer-Tyn sein. Ist auch nicht mehr. Das ist krass. Das hat mir gerade echt so einen kleinen Schock versetzt. Ja, wählen Niemandsland. Da ist aber noch die temerische Lilie abgebildet. Und Novigrad ist die freie Stadt. Die müsste aber, also Novigrad müsste eigentlich hier oben sein. Rein theoretisch. Weil das hier ist, glaube ich, alles der Ponta. Hier wäre Flotsam gewesen. Hier ist das ist das Pontatal aus Teil 1. Ich kann es aber gerade nicht. Es kann sein, dass ich es ein bisschen verwechsle. Nee, also hier müsste auch Burg Lavalette irgendwo hier so in dem Dreh sein. Es wundert mich gerade ein bisschen zumindest. Weil anscheinend hat sich Redanien hier einen ganzen großen Haufen Kaer-Tyn geholt. Es kann auch einfach sein, dass die Gebiete so markiert wurden. Naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall sind wir im Ostturm und ich gehe jetzt mal raus hier. Jetzt wird es eine langweilige erste Folge mit den ganzen Intros und so. So, aufgeschlossen, öffnen. Ach, die andere Tür darf ich nicht mehr? Doch. Geht sogar in beide Richtungen auf. Spring mit der Leertaste. Oh. Schon mal die Hexer sind an. Wer ist da? Ich tippe auf Wesemir. Die alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Wesemir sieht lange nicht mehr so aus wie in The Witcher 1. Sieht aus wie so ein besoffener, dicknasiger, rotnasiger Weihnachtsmann. Werdet ihr aber früh noch finden. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Und er hat natürlich eine neue Stimme. Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Al-Gule machen. Al-Gule. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Das kann ich verstehen. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Brugge klingt auch sehr deutsch. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Ich hoffe, dass da hinten soll Wind darstellen. Das sieht wie so, oft es muss ich so dir das noch sagen? Nicht alleine. Kann aber auch Physik sein. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben, das kann sie haben. Sie wird verprügelt. Ciri ist mein absoluter Lieblingscharakter und deswegen werde ich alles tun, um zu Ciri zu halten. Sei nicht wütend. Und Geralt, warum das ist die einzige Frau, die Geralt noch liebt, also als Tochter. Sich zu tun, was man ihm sagt. Und Yennefer ist seine Frau quasi, seine Auserwählte. Das ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Übrigens, der hat eine ganz bekannte Stimme. Geralt hat wieder die Stimme aus Teil 2. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Ja. Wir sehen uns unten. Also hier in dieser Zeit, in der das hier spielt, da habe ich auch noch die Bücher gelesen. Und kurz hier nach dem, was hier passiert, habe ich aufgehört, die Bücher zu lesen, Quatsch. Leider. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Ach, sie üben mit dem Holzschwert. Aber sie wirbelt rum, ey. Also alle normalen Schwertkämpfer würde sie besiegen. Oh, sie wurde entwaffnet. Oh, jawohl. Du bist nicht im Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Er ist ganz schön streng zu ihr. Aber genug. Er will sie nur beschützen. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Ja, leichtfüßig Na ist gut. Er. Augenbinde ab.
da ist sie halt noch ein kleines Kind mitten in der Pubertät. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht... Da hat sie aber auch noch eine andere Stimme als Kind. Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.